Leute, der Pokal aus heute, das ist so bitter. Das muss das schön spielen, das muss endlich aufhören. Man muss mal zur Wahrheit runterkommen. Wäre das aus der ersten Bundesliga raus, abgestiegen und dann ist wieder aufgestiegen. Da hat sich ganz ehrlich, der Hype noch aus der zweiten Bundesliga, das hat noch so ein bisschen die Mannschaft in der letzten Serie getragen, die Hinrunde, und danach kam in der zweiten, also in der Rückrunde kam da nicht mehr viel. Und Werder macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Die Verpflichtungen, die ziehen alle bis jetzt noch nicht. Wir haben so viele Verletzte, also das Training, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Die Abläufe stimmen nicht. Also gegen Drittligisten im besten Willen. Also da ist auch so ein Geldunterschied drin. Ne? Die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben das auch verdient gewonnen mit 3-2. Aber Werder hat da sogar noch einen Elfmeter gekriegt. Normalerweise hätten wir das höher noch verlieren müssen. Das ist so bitter. Da fehlt wieder so viel Geld. Und dann verscherbelt Werder gute Spieler, die gerade am Anfang stehen, wo wir vielleicht in ein, zwei Jahren mal richtig Kohle verkriegen müssen. Für kleines Geld, also ich verstehe das nicht. Klar, uns drückt eine Schuldenlast von 50 Millionen, aber das kann es doch nicht sein. Also dann holt bitte einen Investor rein oder macht ein Investment irgendwie rein. Wir brauchen die Kohle. Also in der Bundesliga können wir nicht mehr mithalten. Wir werden unter den letzten drei, vier die Saison landen, wenn das so weitergeht. Da wird viel geschnackt und schön Reederei, wie man so schön sagt, betrieben. Aber das wird uns nicht in der Bundesliga halten. Das sehe ich nicht. Also wenn du gegen den Drittligisten schon nicht gewinnen kannst in der ersten Runde, dann nennen wir mal einen in der Bundesliga, den wir dann noch besiegen können. Ja? Also das ist. Also ein Füllkrug, der ist Kapitän und der verpisst sich in die Kabine, wo der eigentlich von den Fans immer am meisten gefordert wird. Die Mannschaft muss in den Arsch getreten werden, damit sie überhaupt erst rauskommt. Also die Leute, die wohin gefahren sind, die haben alle erzählt, das war asozial. Das kann man auch nicht nachempfinden. Also das bist du mit den Worten bald am Ende. So ein Elfmeter noch zu kriegen, der Pieper, was soll er dann großartig machen? Der Gegner steht frei vom Tor bald. Der zieht ihn dann weg und kriegt dafür die rote Karte gezogen, weil er eine Notbremse gemacht hat. Da spielen die fast 80 Minuten mit einem Mann weniger, aber ich bitte euch, es ist ein Drittligist. Also auch wenn dieser Drittligist ein tolles Spiel gemacht hat, keine Frage. Und auch natürlich in seiner Liga, keine Frage, aber wir müssen das ziehen, das Ding. Also auch mit einem Mann weniger. Da hätten wir die Brechstange echt gefehlt. Und dann hinten ein bisschen die Mannabdeckung. Ich meine, wir wissen ja, wie viele Leute ausgefallen sind, keine Frage. Aber es darf bei Werder keine Entschuldigung sein. Die kriegen so viel Geld und so viel Kohle. Also da sollte die Mannschaft sich echt mal zusammenreißen. Und ja gut, hier in Bayern sehe ich auch keine Punkte, ehrlich gesagt. Aber so wird das nichts. Also dann ist das Spielsystem zu offensiv, wenn wir hinten so anfällig sind mit den Verletzten. Das mag ja vielleicht funktionieren, wenn die alle wieder an Bord sind und dass wir dann unsere Punkte holen, aber so sehe ich das nicht. Also wenn ein Drittligist uns fast aus dem Stadion schießt, oder die haben uns aus dem Stadion geschossen, ja, dann hat das bei Werder keine Zukunft mit der Bundesliga. Also holt bitte einen Investor rein. Das läuft so nicht.